Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Ich habe euch ja schon mal in einem Video gesagt, dass ich spezielle Rückenübungen mache, während dem Malen, nach dem Malen, weil ich einfach so schnell Rückenschmerzen bekomme. Weil ihr kennt es sicherlich, dass wenn man malt, dass man nicht unbedingt immer so einen vorbildlichen, geraden Rücken hat, wie man haben sollte, sondern man malt einfach so, wie man gerade Bock hat. Und vor allem, ich beug mich einfach total gern runter, um einfach so nah wie möglich am Bild zu sein. Und das ist einfach nicht besonders gesund und ich kriege da einfach totale Rückenschmerzen davon. Ach ja Leute, sorry für mein gammliches Aussehen, aber schwarzer Pulli, weißer Hund und weiße Kuscheldecken, das passt einfach nicht so gut zusammen. Sorry, und meine Haare hatte ich einfach auch überhaupt keinen Bock zu machen heute. Also eigentlich eher sorry, not sorry. Das ist eigentlich eher meine Sache so. Also ich fange meistens damit an, indem ich einfach meinen Nacken so ein bisschen lockere. Der wird meistens so ein bisschen steif, wenn ich lange so sitze wie so ein gekrümmtes irgendwas. Ich weiß auch nicht, dann wird mein Nacken so richtig steif und es tut richtig, richtig gut, meinen Kopf so über vorne nach links und rechts zu drehen. Ich lasse meinen Nacken dann auch meistens so richtig so locker und versuche wirklich alles locker zu lassen, was nur geht, und versuche in dem Moment auch an nichts zu denken. Das ist allgemein eine sehr gute Übung, einfach mal versuchen, nichts zu denken. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ja, versucht das mal. Das gleiche mache ich dann auch über hinten. Macht das wirklich ganz langsam und genüsslich und passt so ein bisschen auf, dass ihr euren Nacken nicht noch mehr stresst. Also ganz einfach und sachte. Dann strecke ich meine Arme meistens so ein bisschen hoch und tue einfach das, was mir gerade gut tut. Ich strecke erst den einen Arm aus und dann den anderen. Und falls ihr das Ganze noch ein bisschen intensiver machen möchtet, macht auf jeden Fall Yoga. Midi Morrison ist eine mega, mega gute Yoga-YouTuberin. Mit der mache ich das auch immer. Und die ist einfach mega cool. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr ihre Yoga-Übungen mal ausprobiert, schreibt auf jeden Fall irgendwas in die Kommentare mit Foxy Draws, keine Ahnung, dass ihr von mir kommt. Das würde mich mega, mega freuen. Hashtag Fangirl. Während ich meine Übungen so mache, versuche ich immer so regelmäßig und tief ein- und auszuatmen und versuche währenddessen so richtig zu entspannen, also so wie es einfach nur geht. Dann strecke ich beide Hände in die Luft und verschränke sie nach hinten und drücke meinen Rücken so richtig durch. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn man malt, dann macht man ja oft so einen Buckel und hier versuche ich einfach so ein bisschen das Gegenteil davon zu machen. Da kann man sich auch so ein bisschen nach vorne beugen und wenn man schon so ein bisschen Rückenschmerzen hat und so ein bisschen so einen verspannten Rücken, dann tut die Übung auf jeden Fall auch schon sehr gut. Katzenbuckelübung ist auch sehr hilfreich. Das hat mir damals sogar mein Physiotherapeut empfohlen. Das muss ich auf jeden Fall jeden Abend so ein paar Mal machen. Und zwar müsst ihr da einmal ins Hohlkreuz gehen und dann müsst ihr genau das Gegenteil machen, und zwar so einen Katzenbuckel. Und dann müsst ihr versuchen, so die Arme so richtig in den Boden reinzudrücken und so eine Rundung zu machen, die ihr bis jetzt noch nie in eurem Leben gemacht habt. Also so richtig, ja, euch rund machen, wie es nur geht. Und Leute, ich sag's euch, nach ein paar Stunden Malen tut diese Übung einfach unglaublich gut. Was auch sehr, sehr gut tut, ist, wenn ihr euch einmal auf dem Boden so zusammenklappt, und ich glaube, im Yoga heißt die Haltung des Kindes oder sowas. Aber auf jeden Fall klappt man sich so zusammen und dann streckt man seine Arme so nach vorne. Man kann die auch so ausstrecken. Ich habe ja irgendwie so Fäuste geballt. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall kann man seine Arme auch so komplett ausstrecken. Und das tut auch sehr, sehr gut. Ich finde, diese Übung wirkt so ein bisschen rückenstärkend. Und zwar legt man sich auf den Boden, winkelt die Knie an und macht seinen Popo so hoch, wie man nur kann. Und so könnt ihr jetzt einfach mal eine Weile rumchillen. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Diese Übung hier macht übelst Spaß, wie ich finde. Und zwar hält man seine Knie einfach so fest mit den Armen und macht sich so ganz klein, zu so einem kleinen Baby. Und dann rollt man sich so hin und her auf seiner Wirbelsäule. Falls sich das so ein bisschen wehtut, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Legt auf jeden Fall was Weiches drunter. Ihr könnt euch auch einfach ganz gerade auf dem Boden chillen. Das wird eurem Rücken auch helfen, wenn ihr einfach mal 10 Minuten gerade auf dem Boden liegt. So, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass der Boden nicht zu kalt ist, aber ansonsten tut es auf jeden Fall dem Rücken sehr, sehr gut. Stretcht euch ein bisschen, dreht eure Wirbelsäule so nach links und nach rechts. Da, wo ihr eben gerade so die Verspannung merkt, und ich finde, man merkt es so richtig, wie man die Verspannung so rausstretcht. Also versucht es einfach mal.
mal. So, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und wir sehen uns in einem weiteren Foxmas-Video. Oh, ich freue mich so. Diesen Monat kommen einfach so, so viele Videos. Also seid gespannt, abonniert den Channel, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!